Von Real Garvey's Big in Japan zeigt sich Marian Gold angetan. Doch nicht nur davon, auch die anderen Stars hauen ihn vom Hocker. Allen voran Mary Rose. Für ihre Version von I Die For You Today erhält sie am Ende des Abends sogar die Konfetti-Kanone und kann es kaum glauben. Doch wie immer bei Sing Meinen Song wird nicht nur getrellert, auch tiefgründige Gespräche finden statt. Ich hatte keine Unterkunft. Marian Gold ist in gutbürgerlichem Hause in Herford aufgewachsen. In den 70er Jahren zog es ihn schließlich in die große Stadt, nach West-Berlin. Es gab Drogen, es gab Prostitution, es gab den Zoo, 24 Stunden lang waren die Kneipen offen. Viel Gesindel, viele Lose, viele Leute wie wir sind dann da irgendwann gelandet, erzählt er und führt weiter aus, man ist auf eine angenehme Art und Weise in diesem Sumpf versunken. Du konntest da eben verenden. In den 80ern wurde Marian Gold mit seiner Band I For The Welt berühmt, sie spielten Konzerte auf dem ganzen Globus, konnten ihren Ruhm genießen. Marians anfängliche Zeit in Berlin war hingegen nicht ganz einfach. Ich habe eine Zeit in einem besetzten Haus gelebt, ich hatte ja keine Unterkunft, war sozusagen obdachlos. Der Winter 76-77 war arschkalt, erzählt er und erklärt, dass er sich immer U-Bahn-Tickets gekauft habe und die längste unterirdische Strecke der Stadt hin und zurück gefahren sei. Komisches Gefühl für Marian. Hiervon berichtet Marian mit einem Lachen im Gesicht. Auch an diese Phase seines Lebens scheint er sich gerne zurückzuerinnern. Doch an einem anderen Punkt der Show kommen ihm die Tränen. Für mich ist es ein absolut seltsames Gefühl an diesem Abend, wo ich stellvertretend für die ganze Band hier sitze und für all die Leute, die die Band über 35 Jahre hinweg begleitet haben. In diesem Moment fehlt mir Jakob, mir fehlt David, mir fehlt Alexandra, unsere Bassistin, mir fehlt Carsten, unser Keyboarder, und Bernhard und Frank. Das sind diese Leute, die alle hinter dem Phänomen Alpha Wild stecken, gesteht er und bezeichnet sich als letzten Mohikaner von den ursprünglichen Mitgliedern. Außerdem hat Alpha Wild nämlich eine vollkommen neue Besetzung. Noch einmal bekommt der 63-jährige Marian schließlich nasse Augen, als Mark Forster seinen Song Flamme auf seine Art und Weise präsentiert und vorab ein Ausschnitt von einem Alpha Wild Konzert gezeigt wird. Das Lied hat Marian mit dem Keyboarder Martin zusammengeschrieben. Martin ist mittlerweile verstorben. Er fehlt mir sehr, offenbart Marian. Auch während Mark den Song zum Besten gibt, kann Marian nicht an sich halten, ich fand das sehr ergreifend. Ich bin dankbar, dass Mark diesen Song für mich gesungen hat. Danke, Mark. Glitter und Sterne über Forever Young. Zu guter Letzt bietet schließlich Johannes Strate mit seiner Version von Forever Young einen tollen Abschluss für einen besonderen Abend. Es ist einer der meistgecoverten Songs aller Zeiten, die Killers sangen ihn schon, auch One Direction oder Jay-Z und nun also Revolver hält Johannes. Das war super geil. Du hast Glitter und Sterne über diesen Song gestreut. Du hast ihn auf ein neues Level gehoben. Das ist eine der tollsten Coverversionen, die ich jemals gehört habe, schwärmt Marian nach Johannes Auftritt. Was für ein Kompliment. Auch wenn häufiger die Tränen flossen, schließt Marian am Ende der Show, ich bin ein Glückspilz. Und, ich bin geplättet. So viel Liebe und Verständnis habe ich selten in meinem Leben erfahren. Rundum gelungen dieser Abend.